In diesem Video möchte ich zwei sehr nützliche Funktionen in P5 ansprechen. Die eine heißt Dist und misst eine Distanz zwischen zwei Punkten. Und die andere heißt Map und die rechnet einen Wert um. Ich zeige zuerst, was die zwei Funktionen tun und nachher ein Beispiel damit. Das Beispiel kommt aus einem Tutorial, das ich sehr empfehlen kann und am Ende noch kurz zeigen werde. Ich schreibe hier console.log, um die Resultate dieser zwei Funktionen gleich in die Konsole zu schreiben, bevor ich etwas zeichne. Wenn ich sage dist, Funktion dist, dann brauche ich vier Argumente und das sind die Positionsdaten von zwei Punkten, zum Beispiel die Distanz von 0 bis in die Mitte des Canvas. Wenn ich das ausführe, dann kriege ich 282,84271 und dieser Wert, den brauche ich nachher noch, den tue ich mir hier mal auskommentieren. Also das ist die Funktion dist, die misst einfach die Distanz zwischen zwei Punkten. Und die Funktion map, die ist etwas weniger straightforward, sondern hier geht es darum, dass du eine Zahl hast, die zwischen zwei Extremen liegt. Zum Beispiel, wenn du mit der Sinusfunktion arbeitest, kriegst du ja immer Zahlen zwischen minus 1 und 1. Und häufig möchtest du diese Zahlen umrechnen, um zum Beispiel Positionsdaten zu kriegen oder einen Winkel für eine Rotation. Und dann musst du das multiplizieren. Aber das ist nicht immer ganz so einfach. Und mit der Map-Funktion musst du hier nicht zu lange nachdenken und auch keine komplizierten Berechnungen anstellen. Also angenommen, ich habe eine Variable foo und dort kriege ich den Sinus von Pi geteilt durch 2. Das ist ein 90-Grad-Winkel. Und der Sinus eines 90-Grad-Winkels, wenn du an den Einheitskreis denkst, wenn wir rechts beginnen, dann zeigt das nach unten. Und Sinus ist die Senkrechte, das wäre dann 1, müsste 1 ergeben. Und jetzt möchten wir das umrechnen in eine Zahl zwischen 0 und 400, damit wir zum Beispiel etwas hier auf dem Canvas platzieren können. Und bei Map ist es so, dass ich zuerst schreibe, wie die Variable heißt, die den Wert enthält, den ich umrechnen möchte. Also ich möchte den Wert in der Variablen foo umrechnen. Und dann musst du angeben, was die Extremwerte dafür sind, also das Minimum und das Maximum. Und bei mir wäre das jetzt minus 1 und 1. Und dann musst du angeben, auf welche Bandbreite du diesen Wert umrechnen willst. Also zum Beispiel auf einen Wert zwischen 0 und 400. Und wenn ich das ausrechne, dann müsste ich 400 kriegen, weil in diesem Fall Sinus von 90 Grad, das ist 1 und das ist das Maximum meiner Bandbreite zwischen minus 1 und 1. Aber wenn es zum Beispiel ein Drittel von Pi wäre, dann ist es nicht mehr ganz so klar, dann kriege ich eine Zahl 373. Oder wenn es Pi geteilt durch 7 ist, dann kriege ich 286. Also Fu gibt mir irgendeine Zahl zwischen minus 1 und 1 und das rechne ich proportional um auf eine Bandbreite zwischen 0 und 400. Das war jetzt etwas schnell, vielleicht schaust du dir auch einmal in der Referenz, in der P5-Referenz, den Eintrag zum Map an, dann ist das vielleicht etwas klarer. Jetzt möchte ich versuchen, diagonale Punkte zu zeichnen zwischen der oberen linken Ecke und der unteren rechten Ecke. Und dann möchte ich die Strichstärke einstellen, so dass je näher wir am Zentrum sind, desto dicker die Punkte werden. Ich schreibe for let i gleich 0, i kleiner als 400. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich brauche dann noch diese Zahl und habe es mittlerweile gelöscht. Hier nehme ich sie nochmal, solange sie da ist. Okay.
Und dann erhöhen wir diesen Wert i um einen regelmäßigen Schritt, das ist irgendetwas, was mit 400 aufgeht, zum Beispiel 20. Und dann zeichnen wir damit Punkte. Und ich schreibe es jetzt hier rein. X ist i und y ist auch i. Und dann schreibe ich damit jeweils Punkte. Ich könnte auch einfach Point i schreiben, aber so ist es vielleicht etwas klarer. Und jetzt sehen wir noch nicht viel, aber die Punkte sind da. Ich schreibe noch Stroke Weight 5. Und das Ziel wäre, dass die Punkte vielleicht im Zentrum die Stärke 15 haben, aber dass es am Außenrand nur 1 ist. Dass sie fein beginnen und dicker werden. Und das kann ich jetzt tun, indem dass ich zuerst die Distanz messe. Let distance oder vielleicht etwas kürzer, let d gleich dist xy zum Zentrum. Width durch 2, height durch 2. Und diese Distanz, die wird immer kleiner, am Anfang groß und am Anfang sind es eben 286,7 und dann wird es immer kleiner, in der Mitte ist es 0. Und das möchte ich mit Map umrechnen. Und dafür brauche ich eine Variable, zum Beispiel SW für Stroke Weight und die möchte ich dann brauchen, um die Linienstärke hier einzustellen, die Liniendicke. Let SV und jetzt schreibe ich Map. Und was möchte ich mappen? Ich möchte den Wert d, die Distanz, möchte ich umrechnen. Und ich weiß jetzt, dass die Distanz zwischen Maximum 286, aufgerundet 8, darum brauche ich eben diesen Wert, zwischen dem und 0 liegt, also ganz außen ist es 286. Und in der Mitte ist es 0 und dann wird es wieder höher bis 286. Also ich weiß, dass dieser Wert d, das ist immer zwischen diesen zwei Extremen. Und das möchte ich umrechnen in eine Liniendicke, zum Beispiel etwas zwischen 2 und 15. Und jetzt probieren wir das aus und auf Anhieb hat es geklappt. Es ist möglich, dass es nicht immer gleich geht. Es wäre zum Beispiel gut möglich, dass es zuerst so aussieht, dass es außen dicker ist und dann in der Mitte immer dünner wird. Aber meistens kannst du das lösen, indem dass du hier die Reihenfolge umstellst, also dass du das Kleine ins Große umrechnest und das Große ins Kleine. Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Wie gesagt, kommt es aus einem Tutorial und die genau gleiche Methode, dass die Distanz zum Zentrum gemessen wird, wird im Tutorial auch noch dazu verwendet, den Ausschlag der einzelnen Punkte, die sich bewegen, zu steuern. Also es gibt Punkte, die bewegen sich von links nach rechts und je weiter sie ins Zentrum kommen, desto stärker bewegen sie sich von links nach rechts. Und das, wie das geht, siehst du in diesem Tutorial, wo so etwas hergestellt wird mit P5. Und was hier ebenfalls sehr interessant ist an diesem Tutorial, ist, dass mit Sinus und Cosinus gearbeitet wird. Und jetzt, wo du weißt, wie das geht, solltest du in der Lage sein, das selber herstellen zu können. Den Link zum Tutorial, schreibe ich unter dieses Video.